Hallo und willkommen auf einen Kaffee. Ich lese ja gerade einige interessante Artikel und da konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, einfach mal die Kamera anzumachen und dazu parallel irgendetwas zu sagen. Ist irgendwie ein interessantes Thema, das auf multiplen Ebenen Sachverhalte berührt, die mich irgendwie etwas angehen oder interessieren. Es ist ja ein vertrauter Punkt bei meinen YouTube-Videos, dass mich vorrangig das Thema einer gesellschaftlichen Polarisierung interessiert. Insbesondere wenn diese Polarisierung zu einem ideologischen oder politischen Machtinstrument ausgenutzt wird. Und Polarisierung meint hier vorrangig ständig eine Art Achsenbildung zu betreiben, ständig ein Gefühl von wir und die anderen voranzutreiben und solchen Emotionen und solchen Vorstellungen, die da kreiert werden, wohnt ja häufig ein gewisser Chauvinismus inne. Und Chauvinismus ist ja für mich letztendlich die Kernursache allen Übels in einer Gesellschaft. Der Chauvinismus ist letztendlich dieses tiefsitzende Gefühl, das bei einem Menschen leicht entfachbar ist. Das Gefühl, dass irgendwie in letzter Instanz die eigene Gruppe der anderen Gruppe überlegen ist oder mehr wert ist. So, worüber rede ich jetzt eigentlich? Meine Generation ist ja in dem sogenannten Kalten Krieg aufgewachsen und das war ja natürlich eine globale Polarität gigantischen Ausmaßes. Aber in gewisser Weise auch recht überschaubar. Und der Grund dieser Überschaubarkeit ist vermutlich auch der Grund, weshalb es plötzlich heutzutage so ein Revival gibt oder so eine aufkommende Schwärmerei für gewisse Aspekte des Kalten Krieges. Und man kann ja auch nicht darüber hinwegsehen, dass es sogar unmittelbare politische Kräfte gibt, insbesondere in der abendländischen Welt, die darauf aus sind, ja vielleicht mal solche Achsenbildungen wiederherzustellen, weil das eine Weltordnung darstellt, die einigen Leuten, also irgendwelchen alten kalten Kriegern, letztendlich besser handelbar erscheint als diese hohe sozialpolitische Komplexität, mit der wir uns gegenwärtig herumschlagen müssen. Und es ist ja ein bisschen das Problem, dass wenn man sich eine Story anschaut, wie die, über die ich jetzt hier gerade lese, man angesichts dieser wachsenden Komplexität unserer Welt mehrere überlappende Polaritäten darin erkennen kann, die da gebildet werden und aufgestellt werden. In diesem speziellen Falle wäre das natürlich unsere gegenwärtig stark befeuerte antagonistische Haltung gegenüber China, die in Wirklichkeit ja seit geraumer Zeit viel tiefer geht als jetzt nur die Situation mit Covid-19. Die andere Polaritätsachse, die hier sozusagen quer durch die Bevölkerung getrieben wird, ist ja diese Idee der Lügenpresse. Also die Idee, dass letztendlich die konventionellen oder Mainstream-Medien eigentlich nur noch aus Lügnern bestehen. Bevor ich überhaupt irgendetwas zu diesen Artikeln, die ich gerade gelesen habe, hier in Nachdenkseiten und in einem Gray Zone Project, etwas dazu sage, vielleicht ganz kurz nur meine eigene Position einerseits zu China und andererseits zur Lügenpresse. Und ich will da jetzt auch nicht zu viel Zeit darauf verschwenden, weil es nicht das ist, worum es geht. Also erstens, ich habe das schon an einer anderen Stelle gesagt, falls der chinesische Sicherheits- und Datenapparat wirklich so gut ist, wie man annimmt, dass er gut ist, würde ich persönlich davon ausgehen, dass ich niemals ein Visum in die Volksrepublik China kriegen würde. Also mein ganzer Aktivismus quer durch die 90er bis in die Nullerjahre hinein und ich habe eine Tibet-Webseite betrieben und da gibt es wirklich allerlei belastendes Material. Und ich wäre ja froh, wenn ich überhaupt einen Zugang zu Hongkong kriegen würde, aber ich bezweifle, dass man mich jemals nach China lassen würde. Und das sage ich nur deswegen, damit keiner auf die obskure Idee kommt, dass ich irgendwie so ein China-Versteher bin oder sowas.
in Bezug auf dessen, was jetzt als nächstes kommt. Weil es ist dann genau diese Polarität, diese Polarisierung, dass die Leute zunehmend nur noch in diesen Entweder-Oder denken können. Und entweder du bist sozusagen einer von uns oder du hältst zu Putin, einem Menschenschinder und einem Diktator. Wo man sich natürlich fragen muss, wann haben wir einen Punkt erreicht, wo in diesem Knuddelmuddel plötzlich immer nur zwei Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Trump oder Biden? Trump oder Hillary Clinton? Das ist alles totaler Nonsens. Das ist alles totaler Nonsens. Und es ist letztendlich ein manipulativer Hebel, der da durch die Jahre und Jahrzehnte von den sogenannten politischen Gestaltern und ihren Einflüsterern entdeckt und geschärft wurde. Und der wird jetzt einfach unentwegt angesetzt. Das ist eine Art, mit der Bevölkerung zu kommunizieren, indem man sie ständig in diese seltsamen Angstzustände versetzt und sie ständig zwingt, sich zu polarisieren. Und die Wahl, die man ihnen anbietet, ist ja teilweise total widerwärtig und reflektiert letztendlich nur die Unfähigkeit dieser Entscheider und dieser Gestalter, die Komplexität dieser Welt, der Bevölkerung überhaupt zu vermitteln. Der Zug ist abgefahren, das schaffen die heutigen Politiker nicht mehr. Und dafür ist die Welt einfach zu kompliziert, zu finanzlastig, zu juristisch, zu rechtslastig geworden, um da noch irgendwo einen Zugang zur Bevölkerung zu finden. Also wirft man denen ständig diese trashigen, polaren Ideen von wir und die anderen, weil darin soll sich so der Wähler soll sich wie so ein Pitbull da verbeißen und einfach mal auf diese Art und Weise sich beiseite halten, während die eigentliche Politik, die eigentliche Gestaltung stattfindet. Also da schlummern natürlich massive undemokratische Elemente drin. Und die Kunst ist, sich heutzutage nicht polarisieren zu lassen. Das andere Thema Lügenpresse halte ich die Massenmedien oder die Mainstream-Medien für Lügenpresse absolut nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil man sich ja erstmal eine Vorstellung davon machen muss, was das ist, so eine Tageszeitung oder so eine Medienanstalt. Also das ist ein riesiges, hochkomplexes System. Und in diesem System finden tatsächlich Grabenkriege statt, also auf einer relativ zivilisierten Art und Weise meistens. Aber natürlich ist es so, dass um den Tisch Leute mit unterschiedlichen Gesinnungen sitzen und einige von denen sind eindeutig irgendwelche faulen Eier im Nest. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass es eine wachsende Anzahl an Chefredakteuren und Herausgebern gibt, die in irgendwelchen wirklich unangenehmen transatlantischen Thinktanks sitzen und nicht selten eine etwas bizarre Drecksarbeit machen für NATO und für Washington, für Israel und so weiter. Und das ist ja kein Geheimnis. Das kann man sich sogar in Wikipedia anschauen und das will ja was bedeuten. Und deswegen, um anzunehmen, dass ein gesamtes Verlagshaus, dass eine gesamte Zeitung nur noch komplett aus Lügnern besteht, die alle sozusagen an die Kandare genommen wurden und entweder mit Drohungen oder mit viel Geld dazu gezwungen werden, irgendein ideologisches Liedchen zu singen. Diese Annahme ist ja ein wenig kindisch, weil dem müsste ja theoretisch ein massiver Prozess vorangehen, bei dem man ja all die Störelemente innerhalb der Riege aus Journalisten und Publizisten, die man an der Hand hat, und es sind ja pro Tageszeitung sind es ja fast ein paar hundert Leute, die müssten ja systematisch erstmal ersetzt werden. Ersetzt werden mit Leuten, die sozusagen der Doktrin angemessen sind, die sozusagen das Liedchen mitsingen. Aber ein solches Ersetzen würde ja erdbebenartige Wirkungen haben, denn erstens wären Leute, deren gesamte Berufung darin besteht, eloquent, aussagekräftig und stellenweise auch marktschreierisch zu kommunizieren und Botschaften zu vermitteln. All diese Leute wären auf der Straße. Was würden die wohl tun mit ihrer Freizeit? Sie würden genau in jener Eloquenz und
lautstarke Art und Weise, wie sie es gelernt haben, ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Aber davon sieht man ja nichts. Natürlich, es gibt immer wieder den gefeuerten Journalist, der dann irgendwie zum Kopfverlag überläuft und dann seine Karriere dadurch fortsetzt, dass er dann dick auf die Pauke haut und überall Verschwörungen wittert. Aber das sind ja teilweise anekdotenhafte Geschichten. Aus diesen anekdotenhaften Geschichten, ungeachtet dessen, wie sie im Detail dann letztendlich abgelaufen sind, aus diesen anekdotenhaften Geschichten kann man nicht die komplette Transformation sämtlicher deutscher Tageszeitungen und Fernsehanstalten zugunsten einer neoliberalen, zionistischen Weltverschwörung erklären. Das würde so nicht funktionieren. Diese Lügenpressebehauptung ist ja natürlich eine unfaire Ohrfeige ins Gesicht von Dutzenden und Hunderten Frauen und Männern, die seit Jahren und Jahrzehnten da in ihrer journalistischen Karriere eine gute Arbeit machen. Und nicht alles, was uns gerade in dem Augenblick beim Lesen missfällt, bedeutet, dass die Person lügt. Also da muss man ja auch ein bisschen diesen psychologischen Block mal überwinden. Und das meine ich mit, dass wir es gewohnt sind, unentwegt polarisiert zu sein, unentwegt so in diesen antagonistischen Maßstäben zu denken. Somit breche ich hier schon ein bisschen die Lanze für die Tageszeitungen. Aber bedeutet das, dass alles irgendwie hunky-dory ist? Absolut nicht. Wie gesagt, also innerhalb dieser Häuser dürften sich massive ideologische Kämpfe abspielen. Das glaube ich sofort. Da dürften immer wieder mal harte Positionen gegeneinander stoßen. Und der Gedanke ist durchaus zulässig, dass gegenwärtig die, sagen wir mal, konservativen, repressiven, reaktionären Kräfte ein wenig auf dem Vormarsch sind. Das heißt also, dass der freiheitliche, humanistische oder demokratische Geist mag dort gegenwärtig vielleicht auch immer wieder mal eins auf den Deckel kriegen, was natürlich ein Problem ist. Also das ist etwas, woran wir Anteil haben sollten. Aber wir können nicht dadurch Anteil daran haben, indem wir einfach uns die Zeitungen anschauen und sagen, ja, weil das sind alles Lügner und deswegen muss ich mich da detailliert damit nicht beschäftigen, weil ich weiß, das sind alles Lügner. Damit hilft man diesen Leuten nicht. Das ist ein Problem, das wir in tausenden Permutationen ständig erleben. Diese Gesamtverhaftung ist gefährlich. Sie mag zwar reflektieren, dass wir das Herz am rechten Fleck haben, aber sie ist in gewisser Weise kontraproduktiv, weil wir die Kräfte innerhalb der Problemzone, über die wir sprechen, damit schwächen, anstelle sie zu stärken. Deswegen, ich habe massive Probleme mit der Regierung von Israel, aber ich bin gegen eine Gesamtverhaftung von Israel und dieses ganze massiv vereinfachende Geplänkel interessiert mich da nicht. Denn ich weiß ja genau, dass zum Beispiel eine Stadt wie Tel Aviv, im Gegenteil zu einer Stadt wie Jerusalem, massive linke und teilweise humanistisch-idealistische Kräfte besitzt, die schon immer da waren. Und die vergräbt man letztendlich, wenn sich sozusagen die Welt beginnt, komplett abzuwenden und einfach sagen, ja, das gehört alles einfach nur boykottiert und abgeschafft. Hilft man sozusagen diesen Leuten dort nicht, die eigentlich auf unserer Seite sind? Man muss sozusagen differenziert sein, um jenen Elementen in dem betrachteten Bereich den Rücken zu stärken, die absolut in Einklang mit uns sind. Dasselbige ist wie einfach nach Sachsen zu schauen und einfach Sachsen-Bashing zu betreiben. Ja, so Dresden, alles Nazis. Das ist vollkommen wirrer Unsinn, wer jemals in der äußeren Neustadt war von Dresden. Also verglichen mit der äußeren Neustadt von Dresden, die ist ja so weit, das ist derartig linksautonom dort, dass verglichen damit der Rest von Westdeutschland irgendwie wie ein endloser SA-Aufmarsch aussieht, ja? Und da übertreibe ich noch nicht mal. Und man sollte deswegen nicht einfach eine Gesamtverhaftung von einer Stadt vornehmen, sondern verstehen, dass man bestimmten Kräften innerhalb dieser Stadt doch lieber den Rücken stärken sollte. Und das kann man nicht dadurch bewirken, indem man sich abwendet. So, aber das ist jetzt nur so eine Art von ein bisschen Dozieren von meiner Seite oder einige lose Überlegungen zu einem Thema, das perfekt dazu geeignet ist,
bei dir als Zuschauer sofort polarisierte Reaktionen zu erwecken. Und dem wollte ich ein bisschen Vorschub leisten und einfach bereits so eine Art Trigger Warning platzieren und sagen: Vorsicht, die Sache ist natürlich etwas komplexer als das. Und worum geht es hier? Also, wir müssen da mal ein paar Monate zurückgehen in die wenigen Wochen vor dem Beginn der ganzen Corona-Sache. Und in dieser Zeit, ich rufe mir hier gerade nur was auf dem Bildschirm auf. Also in Bezug auf China geisterte in November und Dezember ein bestimmter Name durch die deutschen Medien, aber auch interessanterweise zeitgleich durch die amerikanischen Medien, und das ist der Name Adrian Zenz. Na, und dieser Adrian Zenz, der seines Zeichens Anthropologe sein soll, ist im November letzten Jahres wie so ein Tornado durch die deutsche Medienlandschaft gerast, bekam einen Interviewartikel im Spiegel mit einem gewissen Bernhard Zandt, das war am 22.11. Am 25.11. Hat ihn Frederik Obermeier und Jan Strozzik interviewt für die Süddeutsche Zeitung. Ist gerade bei Herrn Obermeier ein bisschen unglücklich, der ja mir als Name bekannt ist, glaube ich, im Kontext mit den Panama Papers. Und dann war da natürlich das Interview bei der Tagesschau, das ich hier jetzt mal schnell aufrufen werde. Und vielleicht mal ein paar Passagen daraus vorlese. Und das Ganze ist ja ein bisschen eine Art von Detektivspiel. Das zeigt, wie schwierig die Zeiten sind, in denen wir leben, wenn es darum geht, den Durchblick zu bewahren. Also hier der Teaser ist: Im Nordwesten Chinas spielt sich etwas nie Dagewesenes ab, sagt der China-Experte Zenz im Tagesschau.de-Interview. Es gebe eine beispiellose Kampagne der Assimilierung der Uiguren, einen kulturellen Genozid. Und also meine persönliche Faustregel ist, bevor man an die Öffentlichkeit geht und das Wort Genozid überhaupt in den Mund nimmt, erstmal 10-mal überlegen, wirklich 10-mal überlegen, will ich wirklich den Mund öffnen und durch diesen Spalt, der dadurch entsteht, wirklich das Wort Genozid rauslassen oder nicht. Aber das ist leider nicht die Welt, in der wir leben, nicht wahr? Heute sind die meisten so befremdlich unzensiert, wenn sie den Mund aufmachen. Also hier fragt die Tagesschau: Wie würden Sie die Situation für Minderheiten in der Autonomieregion Xinjiang im Nordwesten Chinas aktuell beschreiben? Adrian Zenz antwortet: Dort spielt sich etwas noch nie Dagewesenes ab. Die systematische Internierung einer ganzen ethnoreligiösen Minderheit ist vom Ausmaß her vermutlich die größte seit dem Holocaust. Es ist eine beispiellose Kampagne der Assimilierung, der Unterdrückung und der Umerziehung. China geht es dabei, anders als beim Holocaust, aber nicht darum, ethnische Minderheiten zu eliminieren, sondern es geht darum, sie langfristig und auf eine ganz intensive Art und Weise in den chinesischen Staat zu integrieren. Kultur, religiös, sprachlich in jeder Hinsicht. Es handelt sich um einen kulturellen Genozid. Welche Motivation steckt Ihrer Ansicht nach dahinter, fragt die Tagesschau, und Zenz antwortet: Die Uiguren, ein Turkvolk, sind Istanbul kulturell und geistlich näher als Peking. Sie haben eine eigene Identität und haben sich schon immer diskriminiert gefühlt. Dieser Konflikt eskalierte 2009, als es zu blutigen Unruhen in Ürümqi kam, der Regionshauptstadt von Xinjiang. In der Folge kam es auch zu Bombenanschlägen und Messerattacken durch Uiguren. Die zentrale Regierung hat, statt die Symptome der Unzufriedenheit zu bekämpfen, mit einer beispiellosen Unterdrückungskampagne reagiert. Die nächste Frage: Ein Bestandteil dessen, was Sie einen kulturellen Genozid nennen, sind die Internierungslager, die auch in den nun vom ICIJ und seinen Medienpartnern veröffentlichten Dokumenten beschrieben werden. Wie bewerten Sie die Dokumente? Antwort von Sens: Die Dokumente sind in ihrer Wortwahl eindeutiger und ehrlicher als alles, was ich bisher gesehen habe. Sie unterscheiden sich dramatisch von der offiziellen Regierungspropaganda. Es ist die Rede von Sicherheitsmaßnahmen, die engmaschige Polizeipatrouillen auf den Geländen dieser sogenannten Berufsbildungsstätten vorschreiben, ganz detaillierte und stringente Maßnahmen, um ein Fliehen zu verhindern. Sie beschreiben die Lager als Orte der systematischen Indoktrinierung, der intensiven Gehirnwäsche. Dann weiter unten ist die Frage von der Tagesschau: Sind die Lager also eher Gefängnisse? Und Sens antwortet: Ins Gefängnis kommt man auch in China nur dann, wenn man einen Gerichtsprozess durchlaufen hat, auch wenn es in dem Land viele Schauprozesse gibt.
In die Umerziehungslage aber wird man einfach gesteckt. In der Regel werden die Menschen 1 bis 2 Jahre dort festgehalten. Die meisten wissen gar nicht, warum sie interniert sind. Trotzdem werden sie, teilweise mit Folter, dazu gezwungen, eigenes Fehlverhalten anzuerkennen und Besserung zu geloben. Die Tagesschau fragt, wie viele Lager gibt es nach ihrer Kenntnis? Zenz antwortet, ich gehe davon aus, dass es für jede administrative Ebene in Xinjiang mindestens ein Lager gibt. Das sind dann, zählt man alle Städte und Dörfer zusammen, mehr als 1000 Lager. Ich schätze, dass zwischen 8,5 und 17% aller türkischstämmigen Erwachsenen in der Autonomieregion Xinjiang in den Lagern sind und waren. Das heißt, zwischen 900.000 und 1,8 Millionen Menschen sind oder waren interniert. Tagesschau, wie kommen Sie auf diese Zahlen? Meine Recherchen basieren auf der Auswertung von Ausschreibungen, Verwaltungsbriefen und anderen Dokumenten. Das gibt mir sehr viele Datenpunkte, die ich verarbeite und verknüpfe. Beispielsweise habe ich Tabellen von lokalen Regierungen, in denen für tausende Namen ganze Dörfer zum Teil eingetragen sind, wer in einem Lager ist und wer nicht. Die Tagesschau fragt dann weiter unten, wieso ist die Kritik der Weltgemeinschaft nicht größer? Und Zenz antwortet, die Uiguren sind weit weg in der Mitte Asiens, wo es keine guten Informationskanäle gibt. Sie haben auch keine Leitfigur wie die Tibeter, den Dalai Lama. Und unten wird dann nochmal gefragt zum Abschluss, warum ist die deutsche Bundesregierung so zurückhaltend? Antwort, die deutsche Außenpolitik ist schon seit langer Zeit von wirtschaftlichen Erfolgsbestrebungen geprägt. Das ist leider immer noch sehr wichtig. Ich wünsche mir von der Bundesregierung, dass auf höchster Ebene die Situation angeprangert wird. Es ist höchste Zeit, dass Frau Merkel persönlich zu dieser Situation Stellung nimmt. Interview vom 24. November 2019. Ja, wenn das jetzt natürlich der Otto Normalverbraucher liest, dann denkt er sich so seinen Teil. Das sind ja ganz klare Aussagen. Vieles daran klingt doch irgendwie vertraut. Das Thema Tibet und China haben wir schon seit Jahrzehnten auf dem Schirm. Und in einem Punkt hat der Herr Zenz hier eindeutig recht. Und wenn man selber in der ganzen Tibet-Szene so involviert war wie ich, dann war einem jeden Tag sehr wohl bewusst, dass verglichen mit den Uiguren die Tibeter in einer Hinsicht die etwas besseren Karten hatten. Und das war ihre Außenwirkung als Buddhisten und nicht als Moslems und somit ein gewisser Vorteil darin, in der Weltöffentlichkeit im Westen eine gute PR für sich zu machen, so dass die Menschen Anteil an ihrem Schicksal nehmen und somit Kritik an Peking äußern oder Spenden überweisen und so weiter. Das ist schon wahr. Ganz sicher hatten die Uiguren nie einen Richard Gere, der sich für sie eingesetzt hat, oder die Beastie Boys, die ganze Festivals zugunsten der Uiguren gemacht hätten. Das war dann immer zugunsten der Tibeter. Das mag schon sein. Aber diese Sache, dieses Interview hier, das besitzt ja viel tiefere, komplexere Ebenen, auf die ich hier so versuche einzugehen. Und das ist auf den ersten Blick nicht so leicht aufzudecken. Man, I've got certain information, all right? Certain things have come to light and, you know, has it ever occurred to you that instead of, you know, running around blaming me, you know, given the nature of all this new shit, you know, this could be a lot more complex. I mean, it's not just, it might not be just such a simple, you know? What in God's holy name are you blathering about? Well, I'll tell you what I'm blathering about. I've got information, man. New shit has come to light. Wie gesagt, wenn der Otto Normalverbraucher das liest, dann denkt er sich so seinen Teil und es bestätigt letztendlich auch ein Bild, das er von der kommunistischen Volksrepublik China hat. Ist China letztendlich, besitzt China eine Unrechtsregierung? Das kann man ruhig so sagen. Wobei ich natürlich auch da auf der Randbemerkung bestehen müsste, dass die Materie eine Spur zu komplex ist, um es einfach mit einem Satz abzutun. Aber grundsätzlich kann man hier nicht von einer demokratischen Kraft sprechen, die jener Prägung ist, wie wir es so die letzten Jahre hier alle gewohnt waren. Eindeutig. Die Chinesen haben in ihren schlimmsten Zeiten, und das sind vor allem die 60er Jahre und die 70er Jahre, mindestens 1,2 Millionen Tibeter umgebracht, hingerichtet, teilweise in bewaffneten Auseinandersetzungen, teilweise in Internierungslagern,
in Arbeitslagern, in blutigen Verhören. Also da ist einiges passiert und ich habe hier sicher einen Meter Literatur, das es hinreichend belegt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es den Uiguren in all dieser Zeit besser gegangen war. Es ist ja tatsächlich so, dass einfach nur die Leute hier im Westen nicht so gut informiert sind über die Uiguren. Da ist also, diesem ganzen Sachverhalt wohnt also durchaus eine gerechte Sache von einem humanistischen Standpunkt aus. Aber das ist nicht das Problem, über das ich hier rede. Das Problem, über das ich hier rede, ist, dass wir in einer extrem verlogenen Zeit leben, in einer extrem unehrlichen, manipulativen Zeit. Und damit der Taschenspielertrick funktioniert, muss man ja heute sehr subtile Mechanismen bemühen, um den Leuten effektiv eine Lüge zu verkaufen. Und das ist problematisch, denn wenn man sich für eine gerechte und humanistische Sache einsetzt, dann ist die Frage, ob das wirklich der Sache hilfreich ist, wenn man sich plötzlich in einer Reihe mit Leuten findet, die zwar einen unterstützen und scheinbar mit einem in dieselbe Richtung marschieren, aber letztendlich nur Trittbrettfahrer sind, die das Thema für sich benutzen, um letztendlich ihre eigene Agenda durchzuziehen. Also das ist super problematisch. Und warum bringe ich das jetzt in Zusammenhang mit Adrian Zenz, den ich bis dahin nicht kannte, aber es fiel natürlich schon auf, dass der innerhalb von 2 Wochen letztendlich Interviews und Artikel in allen namhaften Zeitungen, die man sich vorstellen kann, also wie gesagt hier der Spiegel, die SZ, und die Dimensionen dessen, was er sagt, sind ja gigantisch. Man hält da natürlich kurz inne und sagt sich, warte mal, sind jetzt im Augenblick sind 1,5 Millionen Leute in KZ-artigen Anlagen irgendwo im Nordwesten Chinas, also im Nordwesten der Volksrepublik China. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Und es ist ein wenig erstaunlich, wie diese Zahl plötzlich aus dem Nichts auftaucht. In dieser Ära, in der, ich meine, der Spruch, dass wir inzwischen eine globale Satellitentechnologie haben, mit der man den Leuten das Kleingedruckte über die Schulter ablesen kann aus der Umlaufbahn, während sie im Park sitzen und ein Buch lesen. Und der Spruch ist ja inzwischen 30 Jahre alt. Also ich glaube, die Fantasie reicht ja kaum, um sich auszumalen, wie gut eigentlich dieser Planet sich gegenseitig mit Hilfe modernster Technologie beobachtet und anstarrt. Und das ist nie irgendwo ein Thema gewesen in die letzten 10, 15 Jahre, dass es 1,5 Millionen Uiguren gibt, die irgendwo in Lagern sitzen. Und wie gesagt, das ist genau diese Polaritätsschneise. Ich setze mich hier nicht für die Volksrepublik China ein. Das wäre absurd. Natürlich gängelt die Volksrepublik China die Uiguren seit Jahrzehnten, seit einem halben Jahrhundert. Das ist eine eben dieser Minderheiten, die in einem Randbereich des chinesischen Apparats ein schweres Los haben. Und die Tatsache, dass sie Moslems sind, ist da alles andere als hilfreich. Dann natürlich der streng atheistische chinesische Apparat, da so seine Probleme hat mit religiösen Bewegungen jeglicher Art. Das ist zwar alles richtig, aber irgendwas, wenn man 2 Schritte nach hinten macht, irgendwas stimmt ja mit dem gesamten Bild nicht. Also wenn der Zenz da gesessen wäre und hätte gesagt, es sitzen irgendwie 150.000 Uiguren im Augenblick verteilt auf irgendwelche Umerziehungslager und Gefängnisse, dann würde ja jeder sagen, das ist durchaus denkbar, die Chinesen haben ja für so einen Unsinn genug Geld. Aber 1,5 Millionen, jemand hält sich 1,5 Millionen politisch Unzuverlässige in irgendwelchen Lagern? Gut, jetzt will ich mal präsentieren, was zu diesem Thema zwei meiner Lieblingsjournalisten auf diesem Planeten zu sagen haben. Im deutschen Sprachraum wäre das Jens Berger und im englischsprachigen Raum wäre das Max Blumenthal. Und die haben ja beide zufällig fast zur selben Zeit einen Artikel über Adrian Zenz geschrieben. Und
dieser Artikel, ich fange mal mit dem Artikel von Jens Berger an. Meinungsmache mit einem dubiosen China-Experten wird der Text überschrieben. Ich steige mal hier mittendrin ein. Wer ist Adrian Zenz? Die Tagesschau gibt sich bei der Vorstellung ihres China-Experten recht wortkarg. Zenz gilt weltweit als renommierter Experte für die Situation der Muslime in China. Zenz lebt und arbeitet in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das hört sich natürlich seriös an, doch wo arbeitete der weltweit renommierte Experte eigentlich genau? Der Wissenschaftsdatenbank ORCID zufolge ist Zenz an der European School of Culture and Theology in Korntal, Baden-Württemberg tätig. Von dieser Schule werden wohl die allerwenigsten bislang etwas gehört haben. Und das ist verständlich. Die ESCT gehört zur Akademie für Weltmissionen, einer eher randseitigen evangelikalischen Bildungseinrichtung, die eng mit der ebenfalls in Korntal niedergelassenen Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen assoziiert ist, zu der auch die evangelikale chinesische Missionsgemeinschaft gehört. Der FAZ gegenüber beschreibt sich Zenz als tief religiös und spricht von einer Berufung und davon, dass Gott ihn dorthin geleitet habe auf einem vorbereiteten Wege. Seinem eigenen Eintrag bei Academia zufolge ist Zenz zudem an der Columbia International University tätig und betreut dort die Doktoranden der Korntaler ESCT. Doktoranden einer evangelikalen Privatschule an der Columbia University? Ja, denn die Columbia International University ist nicht mit der renommierten New Yorker Columbia University zu verwechseln, sondern eine dubiose evangelikalische Bibelschule in Columbia, South Carolina. Deren online zu erreichenden Doktortitel sind wohl eher als Skurrilität, denn als renommierte Wissenschaft zu bewerten. Gegenüber der FAZ hat Zenz übrigens angegeben, dass er sein Geld gar nicht als Wissenschaftler, sondern als Freiberufler in der IT-Branche verdient. Seine China-Studien sind demnach wohl eher ein Hobby, dem er in seiner Freizeit nachgeht. Sonderlich renommiert ist dieser wissenschaftliche Hintergrund nicht. Das klingt alles eher nach einem religiös geleiteten Hobbywissenschaftler. Zenz vermeintliches Renommee kommt aus einer ganz anderen Quelle. Adrian Zenz ist nämlich zusätzlich Senior Fellow für China-Studien bei einem dubiosen Think Tank namens Victims of Communism Memorial Foundation, VOC. In dieser Funktion ist er dank seiner extremen Aussagen zur chinesischen Politik in ein Zitierkartell rechter und transatlantischer Thinktanks geraten. Das reicht für die Tagesschau dann offenbar aus, um als weltweit renommierter Experte zu gelten. Wer oder was ist Victims of Communism Memorial Foundation? Hierbei handelt es sich um ein Thinktank, das es sich selbst zur Aufgabe gesetzt hat, die freie Welt von den falschen Hoffnungen des Kommunismus zu befreien. Hervorgegangen ist VOC aus den antikommunistischen Gruppierungen im Umfeld von McCarthys Komitee für unamerikanische Umtriebe und den darauf aufbauenden reaktionären Gruppierungen, die im Umfeld der Geheimdienste in der Ära des Kalten Krieges installiert wurden. Gegründet wurde VOC 1993 von den Kalten Kriegern Lev Dobryansky, Lee Edwards, Grover Norquist und Zbigniew Brzezinski. Der heutige Chairman Lee Edwards war früher unter anderem beim Chiang Kai-shek nahestehenden Komitee for Free China und Gründer der amerikanischen Abteilung der World Anti-Communist League, einer rechtsextremen internationalen, ebenfalls von Chiang Kai-shek initiierten antikommunistischen Liga, der unter anderem auch so illustre Personen wie Otto Skorzeny, ehemals bei der Waffen-SS und der Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, aber auch Ante Pavelic von den Ustascha in Kroatien und zahlreiche Befehlshaber der lateinamerikanischen Todesschwadronen angehörten. Berater des VOC ist John K. Singlaub, ein 98-jähriger ehemaliger Generalmajor der US-Armee, der zu den Gründern der CIA gehört und die CIA-Operationen im chinesischen Bürgerkrieg geleitet hat. 1972 musste Singlaub zurücktreten, nachdem er öffentlich Präsident Carters angekündigten Abzug der US-Truppen aus Südkorea kritisiert hatte. Danach gründete er mit Gleichgesinnten die Western Goals Foundation, ein privater Geheimdienst, der bei der Iran-Contra-Affäre die Waffenlieferungen an die rechtsextremen Contras in Nicaragua organisiert hat.
Die Western Goals Foundation wurde von einem ehemaligen Mitglied als eine Sammlung von Nazis, Faschisten, Antisemiten, bösartigen Rassisten und korrupten Egoisten bezeichnet. Singlaub war seinerzeit auch Chairman der World Anti-Communist League und deren US-Ableger United States Council for World Freedom. Das United States Council for World Freedom wurde übrigens mit finanzieller Starthilfe der reaktionären Regierung von Taiwan gegründet. Mit an Bord war auch Lev Dobrianski, der Mitbegründer des VOC. Wer das VOC heute finanziert, bleibt im Dunkeln. Das rechtsgerichtete Think Tank lebt von anonymen Millionenzuwendungen und tritt vor allem als Stichwortgeber für die dem militärisch-industriellen Komplex nahestehenden Think Tanks in Erscheinung, wenn diese mal wieder Munition gegen die linksgerichteten Regierungen in Südamerika oder eben gegen China benötigen. Ist aus diesem Umfeld eine seriöse wissenschaftliche Analyse der chinesischen Politik zu erwarten, fragt Jens Berger. Adrian Zenz war nach eigenen Angaben ein einziges Mal in der Provinz Xinjiang, 2007 als Tourist. Für seine Studien hat er frei zugängliche Internetquellen wie beispielsweise Ausschreibungen und Jobangebote der chinesischen Regierung in der Provinz Xinjiang durchforstet und auf dieser Basis dann Schätzungen über den Umfang der in chinesischen Umerziehungslager aufgestellt. Gegenüber der FAZ beschreibt er diese Schätzungen selbst als spekulativ. Und am Ende heißt es, natürlich sollen die Medien gerne auch kritisch über die Unterdrückung der Uiguren in der Provinz Xinjiang berichten, schreibt Jens Berger. Ob es der Glaubwürdigkeit dient, sich dabei auf derart dubiose Experten zu verlassen, ist jedoch fragwürdig. Alles andere als fragwürdig ist indes das Verschweigen des Hintergrunds des Experten Zenz. Denn wenn die Zuschauer und Leser diesen Hintergrund nicht kennen, können sie sich auch nicht ihr eigenes Bild über die Seriosität der Aussagen und Informationen machen. Aber das sollen sie wohl auch gar nicht. So funktioniert Meinungsmache nun mal. Artikel zu Ende. Ja, und an dieser Stelle muss man sich natürlich die Frage stellen, was passiert denn eigentlich mit diesen so und so vielen Milliarden, die jedes Jahr GEZ einnimmt, wenn eine zentrale Informationsquelle wie die Tagesschau einen solchen Spinner einfach ins Studio einlädt und ihm diese Plattform gibt und ihn einfach vollkommen ungefiltert Sachen erzählen lässt, die er sich einfach ausgedacht hat, die er einfach aus dem Ärmel zaubert und man hat nicht mal ein wenig Energie aufgewendet, damit irgendein Azubi sich mal für eine Stunde hinsetzt und versucht, den Typ mal durch die Kanäle des Internets mal ein bisschen zu beleuchten, wer das eigentlich ist, und das vielleicht mal seinem Vorgesetzten vorlegt und sagt, ist das wirklich eine Person, die wir jetzt sozusagen der deutschen Bevölkerung zumuten wollen? Ich meine, der Typ ist ein religiöser Fanatiker und ein kalter Krieger, der sich auf China eingeschossen hat. Aber ungeachtet dessen, wie unsere Position gegenüber China ist, wir können unser Weltbild nicht auf dem Geschwurbel von irgendwelchen Lügnern aufbauen und dann hoffen, dass wir immer noch die gute Sache unterstützen. Ich möchte jetzt mal zu einem anderen Artikel gehen, der ein bisschen umfangreicher ist, aber ich werde ihn viel weniger zitieren hier, weil er auf Englisch ist. Der wurde auf der Webseite des Grey Zone Projects veröffentlicht und stammt von Ajit Singh und eben dem genannten Max Blumenthal, den ich nicht müde werde, als einen der besten Journalisten der Welt gegenwärtig zu bezeichnen. Da stehe ich einfach dazu. Und die gucken sich diesen deutschen Experten für China-Politik auch genauer an und zerlegen den komplett aus einer etwas anderen Perspektive allerdings. Und also einerseits beschäftigen sie sich mit den beiden Quellen, die zu der Einschätzung geführt haben und zu dieser öffentlichen Pressetournee geführt haben, dass die Chinesen irgendwo 1,5 Millionen Uiguren hinter Stacheldraht halten. Und das basiert ja sozusagen angeblich auf zwei Quellen. Und diese zwei Quellen werden in diesem deutlich längeren Artikel sehr genau beleuchtet. Also an einer Stelle steht hier zum Beispiel: In a 2011 report submitted to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, often misrepresented in Western media as a UN-authored report, CHRD
estimate that roughly 1 million members of ethnic Uyghurs have been sent to re-education detention camps und so weiter. Also die erste Quelle ist sozusagen diese CHRD-Studie, also der man ja schon mal kritisch nachsagen kann, dass ihre Verfasser oder ihre Repräsentanten sehr oft versucht haben, sie so ein bisschen als eine Art UN-Studie unterzuschieben. Aber das Einzige, was hier vorliegt, ist, dass diese Studie bei der UN eingereicht wurde. Aber ich kann auch eine Studie schreiben und sie bei der UN einreichen. Ich kann dann nicht herumlaufen und sagen, ja, das ist sozusagen eine Studie, die ich in Zusammenarbeit mit der UN verfasst habe. Also das funktioniert so nicht. Hier fallen natürlich massive Ungereimtheiten auf, allem voran die Tatsache, dass die zentralen Aussagen dieser Studie, wie hier in Ausschnitten gezeigt wird, basieren auf Interviews mit 8 ethnischen Uiguren. Also das ist sozusagen die Research-Sample-Menge. 8 Leute, die haben 8 Leute interviewt und diese 8 Leute haben Aussagen getätigt über die Situation in dieser chinesischen Provinz Xinjiang. Und von der Aussage dieser 8 Leute würden sozusagen diese Millionen eingesperrten Leute extrapoliert. Also das ist ja super interessant. Und wie gesagt, ich stelle nochmal die Frage in den Raum, kann denn, wenn das alles stimmt, kann denn die liberale, aufgeklärte westliche Welt nicht für eine halbe Stunde ihre Satellitenaugen auf die Provinz Xinjiang richten und uns vielleicht mal ein kleines Foto leaken, wo man all diese Lager sehen kann? Oder liegt es vielleicht daran, dass, es da nicht so viel gibt, was diese ganzen Behauptungen erhärten würde? Dann im zweiten Teil dieses Artikels hängen sich die beiden Journalisten hier in die zweite Quelle rein, die für die Behauptung, dass irgendwo 1,5 Millionen Uiguren hinter Stacheldraht sitzen, verantwortlich ist. Und das ist Adrian Zenz und seine seltsamen privaten Nachforschungen. The second key source for claims that China has detained millions of Uyghur Muslims is Adrian Zenz. He's a senior fellow in China studies at the far-right Victims of Communism Memorial Foundation, which was established by the US government in 1983. The Victims of Communism Memorial Foundation is an outgrowth of the National Captive Nations Committee, a group founded by Ukrainian nationalist Lev Dobryansky to lobby against any effort for detente with the Soviet Union. Also hier wird auch beleuchtet, dass eben einer der Gründer von diesem VOC, ja, der bereits genannte Lev Dobryansky, ist ein ukrainischer Nationalist, dessen gesamte lobbyistische heilige Mission darin besteht, zu verhindern, dass die westliche Welt in irgendeiner Form von Detente mit der Sowjetunion damals und Russland heute tritt. Und weiter heißt es, its co-chairman Jaroslav Stetsko was a top leader of the fascist ONB militia that fought alongside Nazi Germany during its occupation of Ukraine in World War II. Also der Co-Chairman dieser Organisation ist Jaroslav Stetsko, der früher ein Top-Leader der faschistischen ONB-Miliz war, die auf der Seite der Nazi-Deutschen gekämpft hatte während der Okkupation der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Together, the two helped found the World Anti-Communist League that was described by journalist Joe Konassan as, Anführungszeichen, the organizational haven for neo-Nazis, fascists and anti-Semitic extremists from 2 dozen countries. Ich will aber wieder mehr auf eben die Aussagen von Adrian Zenz hier eingehen. Dazu noch einen Abschnitt, dann lasse ich euch mit dem Englischen in Ruhe. Like the CHRD, also die Verfasser der ersten Studie, Zenz arrived at his estimate over a million in a dubious manner. Also ähnlich wie die CHRD erreichte Zenz seine Ergebnisse auf eine dubiose Art und Weise. He based it on a single report by Istiklal TV, a Uyghur exile media organization based in Turkey, which was republished by Newsweek Japan. Also er basiert diese ganze Idee letztendlich auf einem Report von Istiklal TV, einer Exil-Medienorganisation der Uiguren, ansässig in der Türkei. Ein Bericht, der dann auch von Newsweek Japan aufgegriffen wurde.
Far from an impartial journalistic organization, Istiklal TV advances the separatist cause while playing host to an assortment of extremist figures. Das heißt also, Istiklal TV hat natürlich eine klare Position gegenüber China als eine ausländische, als eine Exilmedienorganisation, die eine Abspaltung von China befürwortet und unterstützt, ist aber gleichzeitig der mediale Freihafen für eine Menge extremer Gestalten. One such character who often appears on Istiklal TV is Abdulkadir Yapukwan, a reported leader of the East Turkestan Islamic Movement, ETIM, a separatist group that aims to establish an independent homeland of Xinjiang called East Turkestan. Hier wird also eine Organisation mit der Abkürzung ETIM, also Ostturkestanische Islamische Bewegung, angesprochen, also eine Gruppe, die sich sozusagen aktiv und bewaffnet dafür einsetzt, dass Xinjiang in Ostturkestan umbenannt wird und ein freier Staat wird für die muslimische Bevölkerung dort. ETIM has been designated as a terrorist organization with ties to Al-Qaeda by US, European Union, the UN Security Council, Al-Qaeda Sanctions Committee. Ja, also das ist querbeet weltweit als eine terroristische Gruppe anerkannt. The Associated Press has reported that since 2013, thousands of Uyghurs have traveled to Syria to train with the Uyghur militant group Turkestan Islamic Party and fight alongside Al-Qaeda, with several hundred joining the Islamic State. Also unzählige dieser Exil-Uiguren sind letztendlich in diese Region gegangen, um dort mit dieser ETIM zu trainieren und dann Seite an Seite mit der Al-Qaida zu kämpfen. Und letztendlich viele haben sich dem Islamischen Staat ISIS angeschlossen. The Turkestan Islamic Party, TIP, has been amongst the most recalcitrant forces operating in the Al-Qaeda-controlled Idlib province, rejecting all ceasefire efforts while indoctrinating children into militancy. Also diese TIP, diese Turkestan Islamic Party, ist eine der aufmüpfigsten oder eine der chaotischsten Kräfte innerhalb der von Al-Qaeda kontrollierten Idlib-Provinz. In Ablehnung aller Waffenstillstand-Bemühungen, die dort in jüngster Vergangenheit stattgefunden haben und ihre Kinder in einen bewaffneten Kampf indoktriniert, wie man sich zum Beispiel an diesem Foto hier anschauen kann. Wir sind jetzt natürlich tief im Syrien-Konflikt und der Grad an Komplexität ist natürlich massiv nach oben gegangen. Und weiter steht hier, die THP-Führung hat mehrere Aufrufe an ausländische Muslime gestartet, einen Dschihad in Syrien zu unterstützen. In einem Rekrutierungsvideo von 2018 haben sie die 9/11-Angriffe in New York als heilige Rache zelebriert gegen eine dekadente USA, die getränkt ist mit Homosexualität und Sünde. Also das sind so ungefähr die Leute, die da dahinter stehen. Davon erfährt man dann in diesem Tagesschau-Interview natürlich nichts. Dass eine trashige uigurische TV-Station irgendwo im Herzen der Türkei, die massive Querverbindungen zu den größten Terrororganisationen der Welt hat, dass das die eigentlichen Ideengeber für diesen Adrian Zenz gewesen sind, der selber ein religiöser, christlicher Fanatiker ist. Weiter unten heißt es dann, a born-again Christian who claims to preach at his local church, Adrian Zenz is a lecturer at the European School of Culture and Theology. This anodyne-sounding campus is actually the German base of Columbia International University, a US-based evangelical Christian seminary, which considers the Bible to be the ultimate foundation and the final truth in every aspect of our lives, and whose mission is to educate people from biblical worldview to impact the nations with the message of Christ. Also das ist sozusagen ein Born-Again-Christ, der auch gerne mal Predigten in seiner lokalen Kirche hält. Und er ist ja eben Fellow dieser European School of Culture and Theology, deren Mission darin besteht, weltweit eine Weltsicht zu verbreiten, die sich eben an der Botschaft Christi und der Bibel orientiert.
Davon haben Sie mir in dem Tagesschau-Interview auch nichts gesagt, ne? Zenz hat 2012 auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Worthy to Escape, Why All Believers Will Not Be Raptured Before the Tribulation. In diesem Schinken fabuliert Zenz über die Rückkehr Jesu Christi, den bald zu erwartenden Zorn Gottes und natürlich den Aufstieg des Antichristen. Und das ist ein Buch, in dem zum Beispiel der globale Kapitalismus mit der Chiffre Babylon gleichgesetzt wird und solchen alttestamentarischen Metaphern. Und das ist genau wieder so ein Beispiel dafür, dass man heutzutage in seiner Kritik und in seinem humanistischen Weltbild nicht mehr nur darauf achten muss, wer die Gegner sind, sondern wer sich auch noch zusätzlich in meine Reihe gestellt hat. Weil die Leute, die teilweise in meiner Reihe Schulter an Schulter mit mir stehen und angeblich mit mir sozusagen für dieselbe gute Sache marschieren, sollten eigentlich nicht da sein, sondern das sind Trickbetrüger, die eine eigene Agenda haben. Und Adrian Zenz ist ein unglaublich unverschämtes Beispiel dafür. Und dieser Typ hat natürlich in 2019, am 10. Dezember, hat er vor dem House Foreign Affairs Committee ausgesagt. Also durfte da sozusagen einen Haufen amerikanischer Politiker volllabern mit seinen Lügen. Und jetzt versteht ihr vielleicht mein Interesse daran, das jetzt mal hier in diesem Video, das sicherlich ein wenig zu komplex für das übliche YouTube-Geschwafel ist, da man ja, um all das, was ich gesagt habe, nachzuprüfen, sich theoretisch selber erstmal hinsetzen muss und 3, 4, 5 Stunden opfern muss, um ausreichend all die Querinformationen zusammenzutragen, um das Gefühl zu haben, dass man die Sache halbwegs durchblickt. Nicht in einem intellektuellen Sinne, sondern im Sinne dessen, durch diesen Nebel aus Blendgranaten, die da unentwegt vor uns gezündet werden, hindurchzublicken. Das ist eine komplexe Zeit. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass die Mainstream-Pressehäuser und Medienanstalten unseres Landes nur aus Lügenpresse bestehen. Diese Art von Gesamtverhaftung ist nicht nützlich, wie ich anfangs gesagt habe. Aber wenn Sie Scheiße bauen, dann bauen Sie Scheiße in richtig großem Stil. Und Adrian Zenz eine solche Plattform im November letzten Jahres zu geben, war eine journalistische Dummheit und ist ein echter Schandfleck für die deutsche Medienlandschaft. Also da hätte man besser recherchieren müssen und einen solchen Typ nie und nimmer derartig ins Rampenlicht holen, weil das, was der macht, ist einfach nur die Drecksarbeit für reaktionäre, rechtsradikale Thinktanks, irgendwelche neoliberalen, transatlantischen Spinner und, das ist heutzutage auch nicht mehr so selten, im selben Atemzug ein Haufen islamistischer Terroristen, die sich über die Naivität der abendländischen Bevölkerung letztendlich nur freuen können. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo unser aller kollektive Schuld beginnt. Ich werde mal diese Artikel unter das Video posten und wer mag, kann sich ja selber auf die Reise begeben und versuchen, da ein wenig durchzublicken. Aber ich denke, mir ging es jetzt auch gar nicht darum, hier eine große ideologische Rede zu halten, sondern mir ging es darum zu zeigen, wie Dinge, die einen heutzutage einfach so mal in der Zeitung oder im Fernsehen passieren und auf den ersten Blick so vollkommen unangreifbar und nachvollziehbar und intuitiv nachvollziehbar erscheinen, wie diese Dinge mit einem unglaublichen Ballast beladen sind und wie wenig die Hintergründe dazu in denselbigen Mainstream-Medien zur Sprache kommen. Und ich habe ja anfangs gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass die Mainstream-Medienanstalten inzwischen komplett umgewandelt wurden in neoliberale, transatlantische, reaktionäre Thinktanks. Also das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Es bedeutet aber nicht, dass das kein Prozess wäre, an dem genügend Kräfte in diesem Spiel nicht interessiert wären. Denn das sind die sehr wohl und durchaus kann man hier von einer gewissen Zielsetzung sprechen. Es gibt durchaus eine monetaristisch motivierte, doch zugleich bigotte und chauvinistische Lust nach dem Dritten Weltkrieg.
Die ist einfach da. Und für manche mag es vollkommen ausreichend sein, wenn sich das in einem kalten Krieg entlädt, der dann wieder mal 50 Jahre dauert, um in dieser Zeit noch mehr Atomwaffen herzustellen und noch mehr Militäreinheiten auf fremde Kontinente verschicken zu können, weil das natürlich ein super Business ist. Und weil wir es letztendlich zugelassen haben, dass auf jeden Politiker hier in Europa irgendwie 20 Lobbyisten kommen. Und viele dieser Leute wissen einfach besser, wie sie ihren beschissenen Job machen müssen, als die Politiker, die oft darin scheitern, sich gegen diese Leute zur Wehr zu setzen. Aber wenn dann so eine Gruppierung wie Abgeordnetenwatch ständig ums Überleben kämpfen muss, stellt man sich natürlich die Frage, ob wir da nicht etwas verschlafen haben. In diesem Sinne muss sich jeder seine eigenen Gedanken machen und ich wollte hier nur ein bisschen diesen Stein ins Rollen bringen. Bis zum nächsten Mal.